lange her. Mhm. Wichtig ist nur, dass wir das Ziel erreichen, das Innere. Für sich selbst, also jeder muss für sich selbst sehen, wann er so weit ist, nach wie viel Leben er dazu dahin kommt. Mhm. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob, ich kann das jetzt nicht bestätigen, so wie du das so vehement behauptest, dass wir zig Leben hätten, aber nur drei Hauptleben. Mhm. Aber wenn es so wäre, dass wir drei Hauptleben hätten, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass diese drei Hauptleben auch wirklich ausreichend sind, um zur spirituellen endgültigen Erkenntnis zu kommen. Richtig. Das heißt, wir suchen uns das aus, das wird nicht schief gehen. Richtig. Das kann gar nicht schief gehen. Ab dem Punkt, wo das dritte ist, öffnet sich das Bewusstsein, habe ich dir aber gesagt. Und zwar erklärt sich das dann so, solltest du wiedergeboren werden wollen, dann ist dieses, was du hier erlangt hast, bereits da. Deine Eltern oder wie es nennen willst, die Eltern, werden dann genau auf die Sache zusteuern, die dir gefallen, die dir entsprechen, weil sie ja das Wissen wieder haben. Sie werden dich genau wieder so wie in diesem Erfahrungsleben in Liebe aufziehen, aber sie werden dann kapieren. Und niemand wird den anderen irgendwie wieder mal versuchen, einen Willen aufzuzwingen, zu drängeln, zu machen. Nee, das endet dann. Weil das Bewusstsein öffnet sich bei allen. Und die eben, wie gesagt, in diesen geistigen Hinterherhängen, ja, dann Postmahlzeit. Das sind die, die jetzt die Ängste durchgehen. Das sind die jetzt, die Stimmen hören werden. Das sind diejenigen, denen Bilder vorgespiegelt werden. Ich habe es auch auf Facebook reingeschrieben, Volker. Es werden Dinge auftreten, Stimmen hören. Selbst im ZDF habe ich das geschrieben, wo sie nicht mehr klarkommen. Stellt eure hier zack plötzlichen Werbeeinflächen ab. Oh, ich habe schöne Sachen geschrieben. Ja. Übrigens, bei YouTube sollte man momentan nicht unbedingt Filme gucken. Warum? Weil von den 10 oder 15 Werbeeinblendungen, die da sind, was ja eh schon eine Unverschämtheit ist, ist ja schlimmer als im öffentlich-rechtlichen oder im Privatsender. Aber wenigstens sind es nur kurze Werbungen, das ist so wieder der Vorteil. Aber vorher war es so, du konntest immer jede Werbung überspringen nach 5 Sekunden. Ja. Bis auf vielleicht eine oder höchstens zwei da drin. Mittlerweile ist es so, da haben sie zwei verschiedene Arten von Werbung. Das eine, da geht es irgendwie um Frauen ab 50, wollen sie irgendein Produkt verkaufen. Ja. So, und die kannst du nicht wegklicken, die kannst du nicht überspringen, die musst du wirklich von Anfang bis Ende gucken. Und die kommt zu 50%. Das ist schon eine Unverschämtheit. Und die anderen 50% ist momentan Fußballwerbung, die kannst du auch nicht wegklicken. Ja. Also ich meine, am Anfang ging es noch, da konnte ich es noch wegklicken, da fing dann irgendeiner an so, hat er so eine Deutschlandfahne geschwungen, hat oder was weiß ich mehr, hat ausgesehen wie ein Brasilianer, so ein bisschen angezogen, wie so ein brasilianischer Spieler, hat Deutschlandfahne geschwungen und dann kam da irgendwie so, da hat er irgendwas gesungen, ich weiß nicht, ob das so ein Fußball-WM-Lied ist oder nicht, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Mhm. Aber ich habe hier die Nächte, jedes Mal, sobald irgendeine Fußballwerbung angefangen hat, das ist mein Schwachpunkt momentan halt auch, habe ich sofort, auch nachts um 4, habe ich sofort gebrüllt, ihr dreckige Scheiß Nazi-Schweine, verspisst euch mit eurem scheiß Fußball-Dreck, ihr Huren, so, mitten in der Nacht. Mhm. Ja, das ist mir in dem Moment echt scheißegal, wenn sobald es vor mir ist, ist es wie so ein Knopf, der gedrückt wird, wie bei mir. Mhm. Ja, obwohl ich das schon mundtot mache immer, ja, schimpfe ich immer noch, so lange bis der Balken hinten am Ende ist und der Film weitergeht. So lange schimpfe ich über diese Scheißwerbung. Und dann, sobald der Film weitergeht, bin ich wieder ruhig. Aber das ist so eine Unverschämtheit mit der Werbung. Das tut mir so weh. Mhm. Ja, gerade das mit dem Fußball. Es tut mir so weh. Mhm. Was du mir erzählt hast, ich habe hier tatsächlich Bilder irgendwo, ich glaube, es war sogar auf YouTube oder was weiß ich wo, habe ich so Bilder gesehen. Mhm. Im Internet. Und ich habe die Slums gesehen und habe dort die Blutflecken gesehen auf dem Boden. Ne? Mhm. Boah, in dem Moment habe ich gedacht, klar, Wolle hat es mir zwar erzählt schon, aber ich habe ja das mir noch gar nicht richtig, mir ist das noch gar nicht richtig in den Kopf gekommen, dass es wirklich so ist. Ja, ja. Das ist der Wahnsinn. Wie soll man sich den Wahnsinn vorstellen, wenn man sich von Wahnsinn eigentlich fernhalten will? Ja? Ich kann das nicht begreifen, ich habe dafür kein Verständnis.
zwar in Russland, aber auch schon damals in China. Ja? Diese Olympiade. Also es sind jetzt schon drei Sportveranstaltungen, drei weltweite Sportveranstaltungen, die ich einfach boykottiere und auch jede weitere. Und ich verachte das, was da abgeht. Ja. Wie könnt ihr, ich kann es einfach nicht begreifen, dass auch nicht nur ein Spieler hergegangen ist und hat gesagt, fickt euch, ohne mich. Nicht einer. Tja. Sie machen einfach weiter und gehen drüber hinweg, als wäre nichts geschehen. Und das ist das, was ich nicht begreifen kann. Und diese Leute haben das Sagen auf dieser Welt. Die sind doch vollkommen Pillepalle. Die sind doch vollkommen daneben. Die sind doch geistesgestört. Tja. Die sind nicht nur geistesgestört, die sind lebensgefährlich. Geistesgestört. Die gehören in die tiefste Klapse reingesteckt und nie wieder rausgelassen. Was die sich da sonst mit uns anmaßen, nur weil man vielleicht mal ein bisschen seinen Mund aufmacht gegen den Staat, ne? Ja. Boah, nein, ganz ehrlich, das löst bei mir solche Krämpfe und solchen Hass aus, wo ich doch eigentlich mich von solchen Dingen langsam entfernen möchte, aber jedes Mal reißt mich das zurück in den Hass, wenn ich sowas erlebe und sage, und ich schaue immer wieder zu Gott hoch und sage, soll ich diesen Abschaum denn noch länger leben lassen? Sollen wir uns das noch länger geben? Ja. Das kann doch nicht sein. Es muss dreifach unterstrichen in unserer Verpflichtung drin sein, sowas zu liquidieren und auszulöschen. Ja, da hat auch. Also, wie gesagt, nicht labern, sondern machen, ne? Naja, aber das sind halt so Sachen, wo ich wirklich, ich habe da Probleme mit. Ja, ich weiß, also machen wir einen kurzen Einhalt, bitte. Eben, ja. Pass auf, nicht labern. Weißt du, da habe ich doch so noch geschrieben, missen muss niemand etwas. Denn das ist immer die Lüge. Das nennt sich jetzt in dieser neuen Bewusstseinszeit, ich werde. Der Mensch ist das Gewohnheitstier und alles lässt sich auch umformen. Also, bitte fangt mit an, sich und andere zu belügen. Ihr tut es für euch, denn im Jenseits ist alles etwas, das absolute Lüge. Und damit dann dort klarkommen, ist dann nicht so einfach. Denn geprägte Sachen lassen sich da nicht mehr umformen. Zu spät also. Bitte mit gut und besser überlegen, was man ändern und sich mit antut. Danke für Verständnis. Da hat auch eine drunter geschrieben, ist alles Schall und Rauch, habe ich einen Daumen hoch gemacht. Eine Laurent, die kenne ich nicht, egal. Aber die Sabine hat mir drunter geschrieben, Wolfgang, Punkt, 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 ich komme mit, Punkt, 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 das klingt vernünftig. Siehst du, so tue ich ja, wie gesagt, die Leute kennen ja, ne? Ja? Das, was ich dir vor uns gesagt habe, und da weiß ich genau, Volker, wie die ihre Einstellung ist, was sie schreiben, ist doch ganz klar. Naja, aber viele wissen es nicht aus eigener Kraft, aber erkennen zumindest in den Worten andere richtig den Sinn. Ne? Richtig, und darauf kommt es uns doch drauf an. Wir haben doch gesagt, nur der Niroslech und alles andere, das soll jeder selber sehen, wie uns recht kommt. Ja, und daraus entspringt aber auch wiederum diese Erkenntnis, es ist vielleicht doch nicht umsonst, seinen Mund aufzumachen und andere mal anzusprechen. Ja, das ist natürlich eine Art und Weise, wo ich dir zustimme, aber du kommst drauf an, wie du das machst. Du kannst also zu jemandem hintreten, kannst sagen, pass auf, ich habe was erforscht, und zwar über Gott oder sonst was, wie du redest, möchtest du mal etwas hören davon? Also immer erst, dann klopfst du ja an, praktisch, wenn der sagt, nee, also lass mich in Ruhe mit dem Quatsch oder sonst was. Volker, das ist dann für dich, danke ihm, ne? Nur eine Erhöhung, mehr nicht. Naja. Naja, ich sehe das halt mal zur Erhöhung, sondern ich sag mal einfach nur, gut, jeder hat seinen eigenen Willen und jeder hat seinen eigenen Weg. Gut, ist es aber dementsprechend, sonst wäre es ein Widerspruch. Naja, ich lebe halt einfach, wie ich immer sage, ich lebe den Pfad des Lichts. Dementsprechend ist das, was Erhöhung ist, ist ja das, was mich mehr ins Licht bringt, aber da ich sowieso den Pfad gehe, ist es für mich normal. Das hat mit Ziel gar nicht mehr zu tun, wir folgen einem Weg. Eben. Die Ziele setzen. Gut, wir sehen es so, wir haben das so als Wort, drücken wir das so aus.
sehe ich aber nicht so. Ich habe keine Ziele. Ich habe für mich meine eigene Sache zu klären. Wolle, wie kommst du jetzt dazu, bis ich finanziell? Wie kommst du dazu, dass die Technik, die du benutzt, wo du doch gerne was machen willst, wie kommst du zu das? Wie kommst du zu Geld? Ach, gib du mir, setz mich hin und spiel. Und üb, bis du was bringst. Dann kommen die Leute von alleine. Das sind eben halt die Sachen, wo der Verstand abgeschalten ist. Da spricht dann Gott, sage ich immer. Da spricht dann Gott. Das ist die Vernunft. So sehe ich das dann auch wieder. Das ist die Vernunft. Und so habe ich mich in den ganzen Jahren eben halt geprägt. Wobei ich mir den Vernunft noch nicht mal wirklich auf die Fahnen schreibe. Noch gar nicht ganz fertig, ich wollte noch sagen. Oh, sorry. Also ich habe auch die Stimmen, dass ich dann schnell wieder hochkomme, alles geübt. Lass dich mal irgendwann überraschen. Von der Stimme, die ich dann singe. Und vor allen Dingen schön deutlich, weil er macht's Maul. Auf. Ja, ich bin mit manchen auch umgänglicher mittlerweile. Ich bin, aber ich sag mal, wenn ich heute von Revolution rede, und früher hat mich das aufgeregt, wenn die Leute dann von Vernunft gesprochen haben, ach, sei doch vernünftig oder wie auch immer halt, ja. Du kennst ja meine Meinung dazu, wie mich das aufgeregt hat. Ich komme jetzt zu dem Wandel hin, dass ich mir sage, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Stück Diplomatie, wo ich mir sage, okay, das nächste Mal, wenn ich von Revolution rede und irgendjemand einer kommt an mit, ja, sei doch lieber vernünftig, ja. Dann werde ich ihn mal drauf ansprechen, mal fragen, was verstehst du unter Vernunft, wenn du wirklich aus meiner Sicht, ja, oder ich erkläre ihm einfach meine Sicht von Vernunft. Dann sag ich, meiner Meinung nach wäre Vernunft, wenn wir quasi dieses System, wenn wir es schon nicht bekämpfen wollen mit Waffengewalt, dass wir es dann wenigstens einfach ignorieren. Mhm. Das heißt, ihm den Rücken zukehren. Mhm. Lass doch die Arbeit. Rolling out your phone. Hört doch einfach auf zu arbeiten, hört auf Steuern zu zahlen, hört auf euch rumschubsen zu lassen, macht doch was ihr wollt. Ja. Und nicht das, was andere von euch wollen. Genau das machen sie auch nicht. Wie oft habe ich schon von diesem David Blaine gesprochen, schon oft genug. Und hier haben die was reingesetzt, wieder auf YouTube, da kann das natürlich auch. Ich erkläre das ganz kurz. Da hat so ein iPad in der Hand, nimmt eine Rolle drüber, da wird es platt. So, wie Gummi sieht's aus? Und jetzt hat er das auf Papier kopiert, jetzt schickt er es durch den Drucker und hat eine Pizza. Aber jetzt kommt der Hammer, was der noch macht. Und da siehst du, dass das echt ist, sieht man ja. So, jetzt hat er ein Streichholz in der Hand, ein riesengroßes Ding, und hat eine Kerze. Eine große. Und die brennt er an, putsch, hat er alles Puffreis da liegen. Das ist erstmal. Und dann läuft er über eine Wiese, da kommt er da hinten mit dem Fahrrad. Da hat er sein iPad mit so einem Ball und klopft auf das iPad nur kurz mit dem Finger. Und dann, ach Mensch, gerne. Da trifft es einfach vor und da fliegt durch die Schnauze. Gerne. Das sind aber Sachen, das ist nicht gut. Hier hat der Marzipan-Schwein, der tippt kurz nach hinten. Sagt, wovon redest du eigentlich? Von dem, was wir reingesetzt haben auf YouTube. Eine Zitrone in der Hand, packt er an, haut sie auf den Tisch. Das ist alles Zitronen-Dinger, die man da essen kann. Das ist das, wie David Blaine. Sowas setzen die rein. Und das ist es ja. Das ist doch Werbung, oder? Nee, das macht er richtig. Der hat eine Apfelsine, sitzt auf dem Tisch. Nebenan, rechts von ihm, ein Frauchen. Schöne, lange, schwarze Haare, weiße Jacke. Und da tut er nur eins machen. Da tut die Apfelsine reinbeißen. Patsch! Da sieht man die nicht mehr. Die ist nur noch Klamotten unten. Solche Sachen macht er auf der Straße jetzt, das ist geil. Der steht an der Straße, nimmt Anlauf. Ich verstehe immer nicht, wovon du redest. Von Magie. Magie, wie David Blaine. Magie, was die Leute alles da drin reinsetzen, was die können. Ja, das glaube ich alles. Naja. Magie. Volker. Es sind alles Tricks. Wir leben in einem Zeitalter der Trickser. Volker, Moment. Sei mal ganz still, noch eins. Dann nimmt der Anlauf von der Bordsteinkante draußen vom Gehweg und dann kommt der Auto. Da springt er rein, zack, ist er drinnen. Und winkt noch. Ja, Logo gibt's das geht alles. Hier hat er
Hier frisst du Chips, Kartoffelchips jetzt. Frisst du gerade einen Haller im Mund. Zack, spuckt dein Kicken aus. Ja, das. Das ist wahr. Ich hab letztens auch so Videos gesehen, das heißt Lin News. Moment, Lin News. Lin News. Kann man das auch eingeben? Weiß ich nicht, das ist glaube ich ein Kanal. Entweder das ist Le Floyd oder Lin News. Was soll ich das? Steht immer Lin News oben. Und das sind immer so drei Themen, das sind so News, also jeden Tag Nachrichten. Moment, nur wie es geschrieben wird. L, ich habe hier oben drin eine L. L-E? E. N-E-W-S. N-E-W-S. Ja. Das war's schon. Ja. Gut, ich gebe mal ein, mal sehen, was da kommt. Garantiert gibt da was. Nee, ich hab's oben in der Zeile eingegeben. Ja, ist auch da. Le Floyd YouTube. Ja, ja. Le News YouTube, ja, ja, hier ist es. Le Floyd, das ist es, ja. Ja, Le Floyd oder so. Das ist Lef und Le und Flo dann groß geschrieben, Floyd. Also als großes F, ne? Und das ist es. Genau. News über in Englisch. Ein Team von Jugendlichen, die sind so um die 20 oder sowas, oder vielleicht höchstens Mitte 20. Und die haben einen Schlappmaul, so richtig jugendlich. Uh-huh. Und es ist eigentlich immer einer, der das macht. Aber es gibt ein Team scheinbar, weil der war mal in Urlaub. Und da haben dann drei oder vier andere Jungs das Video übernommen. Uh-huh. Und ich nehme an, das ist eine Redaktion, eine Junge. Die haben irgendwo ihren Sitz in Berlin. Uh-huh. In der Bundeshauptstadt. Und der hat halt in diesem, das ist wirklich quasi so ein Video, im Wohnzimmer aufgenommen. Uh-huh. Total billig gemacht, ja. Mhm. Aber da sind Einblendungen drin, da steht dann zum Beispiel jetzt drin. Neu, dein Becksim praktisch. Das wollte ich, ne? Jetzt hat schon Ton weggenommen. Da stand der zum Beispiel drin, hat irgendwas erzählt und hat irgendwas über irgendein Thema, ging es halt, ja, mit Videospielen, dass die brutal machen und wenn man im Videospiel halt jemanden den Kopf wegballert und so, das stimmt ja überhaupt nicht, dass man deswegen brutal ist. Er hätte ja auch schon viel gespielt und rennt trotzdem nicht mit der Waffe rum, ja. Mhm. Und da hat er in dem Video das Folgendes gemacht, nimmt eine Waffe, ja, eine Knarre und drückt halt ab und hat sich selbst den Kopf weggeschossen. Mhm. Und der ist einfach weggeplatzt. Mhm. War der weg. Mhm. Aber er stand zweimal im Video drin und jetzt ist es halt so. Das ist wirklich, wie gesagt, das ist im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer aufgenommen. Da kann mir keiner erzählen, dass es ein super Filmteam ist mit super Technologie, so wie ARD und ZDF. Ja. Ja, das sind Privatleute. Aber die machen das wahrscheinlich mit Computer und haben dann einfach diese Filmtricks da drin und das wirkt echt, das wirkt sowas von echt. Ja, das oder im anderen Fall hat er sich abgeknallt oder sich irgendwie gekillt, lag auf dem Boden und dann ist er plötzlich wieder aufgestanden, aber er war in dem Video durchscheinend wie ein Geist. Ich habe gerade bezahlen mit Brüsten ist ja auch viel geiler als Geld. Einer mit so einer schwarzen Kappe, weißt du? Ja, genau. Das habe ich schon gesehen, das Video. Mit Brüsten. Ja, ja. Get all beard steht vorne drauf auf dem T-Shirt, den hast du gesehen. Ja. Ja, der hat dann immer so drei Themen halt. Das sind relativ interessante Themen und er meint dann immer zu den Leuten, und wenn ihr, ich will eure Meinung, postet sie hier runter in den Blog, ja. Und so. Schreibt es da unten rein und so. Der hat dann eine Community, eine Video-Community gegründet auf YouTube. Das ist ganz interessant. Einmal ist es interessant für dich, dass du mal gucken kannst, wie man da arbeiten kann, rein theoretisch. Mhm. Also wie es auch geht. Ich meine, vielleicht wusstest du es auch schon halt so, aber ich fand es halt interessant, sich immer mal von anderen auch mal... Und sonst sagst du mir das ja nicht. Ja, sich von anderen auch mal ein bisschen Appetit holen, ja. Mhm. Und, aber wie gesagt, da, obwohl die so eine Billigproduktion haben, von der Filmtechnik her, ja, haben die da solche Tricks drin, das wirkt so echt... Deswegen, ich glaube nichts, aber auch rein gar nichts, was ich auf Video sehe. Ich urteile mal noch nicht darüber, das heißt, ich gucke mir erst mal bitte verschiedenes an demnächst, ne? Ja, nee, ich sag nur, ich glaube grundsätzlich gar nichts an Magie, was ich auf Video sehe. Ja. Ich würde Magie vielleicht dann glauben oder wahrnehmen, nenn das mal wieder lieber so, als echt wahrnehmen, wenn es wirklich direkt an meinem Körper vor meinen Augen geschieht und ich das nicht nachvollziehen kann oder ich vielleicht so, nein, nicht wenn ich es nicht nachvollziehen kann, sondern dann, wenn ich es nachvollziehen kann und sehe die Magie. Ja. Nur dann kann ich es auch nachvollziehen, denn solange ich es nicht sehen kann,
gehe ich immer davon aus, Mann, der Mann ist so geschickt und hat so viele Jahre trainiert, dass er das vor meinen Augen verbergen kann, den Trick. Ich glaube nicht an diese Art von Magie. Ja. Selbst die größten Fakire oder sonstige Leute aus dem asiatischen Raum, die größten Fähigkeiten haben mit Trance und allem Möglichen, ja, selbst die kommen nicht mit solcher Magie daher. Ja. Und die haben wirklich was drauf. Also frage ich mich immer, wie kommen unsere Leute hier an solche Magie, wo sie doch total ungläubig sind und gar nichts wissen von spirituellem Kosmos. Wie sollen die da Magie anwenden können? Das ist alles nur Trickserei und es geht nur darum, damit aufzustehen, aufzutreten und Show zu machen, um damit Anerkennung zu kriegen. Ja? In der materiellen Welt allerdings, in der Gesellschaft. Und das ist für mich immer so ein Hintergrund, wo ich mir sage, das ist falsch. Oder Fehlart. Es ist nicht das, was es ist. Sag ganz einfach, das liegt mit dem Gott der Sinner. Ja, oder anders ausgedrückt, es ist nicht das, was es vorzugeben scheint. Mhm. Ja, es ist Trug. Ja, und alles, was Lug und Trug ist, mag ich nicht. Das geht nicht an mich. Jede Beurteilung, Verurteilung weglassen, ganz einfach sagen, das ist nicht im Gott der Sinner. Ja, und auch nicht in meinem. Im Gott der Sinner. Ist nicht in unserem Sinner. Ich gucke mir das hier an, weil wir ja forschen. Ja? Und vielleicht habe ich was Schönes, Optisches zu schreiben dazu. Ja. Naja, sicher, aber es ist halt auch wirklich so, es müssten einfach viel mehr Menschen das aus sich herausbringen, wenn das wirklich vorhanden wäre, wäre eine Eigenschaft des Menschen, diese Art von Magie, diese Zauberei. Dann wäre das einfach in vielen Menschen drin. Und das ist nicht. Man muss also wirklich scheinbar wohl jahrelang dafür trainieren. Ungefähr so, wie wir jahrelang trainieren, um wirklich gute Gitarristen zu werden oder sonst was. Ja. Und das ist nun mal so, wenn ich heute Gitarre spiele, es gibt Leute, die gucken mir auf die Finger und dann fällt die Kinnlade runter. Die fassen es nicht, die stehen da, die kreisen, die raufen sich fast die Haare aus, weil sie nicht begreifen, wie jemand so spielen kann. Wie jemand so seine Finger so schnell und geschickt über eine Gitarre bewegen kann und kann so viel Gefühl auch noch rausholen. Ja. So ist es nämlich, das ist es, darauf kommt es an. Wenn man es so will, ist das auch aus der Hektik diese Ruhe bewahren. Daran habe ich ja, wie gesagt, die Jahre gearbeitet. Ne? Ja. Und fuhr uns das mit der Mundharmonika nicht so schlecht, hat sich bestimmt nicht angehört. Nee. Obwohl ich sie nicht immer richtig geführt habe. Habe ich nicht gemacht. Ne? Naja, aber das ist halt das Ding. Das heißt, Magie ist nur eine Vorgaukelei. Das ist eigentlich nur eine Illusion. Ja, ganz. Und aus dem Grund, weil jemand etwas kann, sich angeeignet hat, was andere nicht können und ist so weit von denen abgehoben, dass es für die anderen total fantastisch aussieht. Unglaublich. Und wenn die anderen das im Geiste nicht nachvollziehen können, ist es für sie Magie. Gut, in der Musik spricht man nicht von Magie, aber obwohl manche sagen, in der Musik liegt magische Kraft. David Bowie. Magic. Ja, in der Magie. It's kind of magic. Ja. Ist alles eine Magie. Art von Magie. Und die Musik. Der Klang ist unser Ursprung und das sind wir. Ja, also man kann es als Magie bezeichnen, aber ich mag das Wort Magie nicht, weil das sehr okkult ist, das Wort. Also sehr geheimnisvoll. Ich will keine Geheimnisse, sondern ich will alles offenbaren. Das Gegenteil davon. Etwas geheim zu halten, ist für mich nicht der richtige Weg. Das ist nicht der Pfad, den ich gehe. Ja. Ich gehe den Pfad der Offenbarung, das heißt, die Dinge aufdecken. Ja, darf ich mir jetzt mal was aufdecken? Ja. Ich habe dir doch davon gesprochen, dass ich ZDF geschrieben habe, ne? Ja. Du wirst es nicht fassen. Ich warte ja auf eine Antwort, ne? Ja. Du wirst lachen. Ich gehe ohne gesendet. Alle Nils, die ich noch habe, sind die nächsten Zähne, sind da. Das, was ich dann ZDF geschrieben habe, ist nicht da. Komisch. Vielleicht habe ich das woanders hingereimt. Normalerweise stehe ich jetzt erstmal wieder wie ein Schuss vom Tor. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Naja, wir werden sehen. Irgendwo werde es finden. Ich weiß, dass ich geschrieben habe, bin doch nicht blöde. Naja, dafür hat der Hessische Rundfunk mir geschrieben und das war eine Aufforderung. Aber nur, weil sie 331 Euro von mir haben wollen. Ja.
331. Ich hätte geschrieben, Mensch, Wähler 333. So hätten die von mir erst einmal eine Mail zurückgekriegt. Ich schreibe denen überhaupt nicht. Es kostet mich Geld, denen zu schreiben. Und ich sehe es nicht ein, irgendjemanden zu schreiben, der mir so blöd daherkommt. Naja, ich mochte halt mal einen Jux raus. Von mir würden sie das Lied eine Mail kriegen, Wähler 333. Wenn der Richter, das ist ja auch ein Argument, wenn der Richter mich fragt, ja, warum haben sie denn der Firma noch nicht schon geschrieben? Dann werde ich einfach sagen, ganz einfach, es kostet mich Zeit und Geld und Mühe, einer Firma zu schreiben, von der ich, die eigentlich gar kein Anrecht auf mich hat. Ja, die lasse ich einfach auflaufen. Davon abgesehen habe ich schon des Öfteren mitbekommen, dass man denen schreiben kann, was man will. Das ignorieren die einfach. Ja. Und wenn einer sich einfach über mich hinwegsetzt, dann brauche ich mir von vornherein erst nicht die Mühe zu machen, mit dem auch noch zu schreiben. Vielleicht, nur so werde ich dann sagen, vielleicht ist ja das Gericht etwas umgänglicher und hört mehr zu. Ja, und geht vielleicht mehr darauf ein als die Gegenseite. Ja. Außerdem Leute, die einfach die Datenschutzbestimmungen der Einwohnermeldeämter hintergehen, sind für mich nicht vertrauenswürdig. Und das Einwohnermeldeamt ist für mich mittlerweile auch nicht mehr vertrauenswürdig, weil es meine Daten einfach rausgegeben hat. Also werde ich mich in Zukunft auch vom Einwohnermeldeamt abmelden. Da wird aber blöd gucken, der Richter, wenn ich sowas sage. Vielleicht würde er sagen, das können sie nicht machen. Dann sage ich, oh, was ich kann und was ich nicht kann, das kann ich ihnen gerne mal zeigen. Das ist kein Problem, ich kann alles, was ich will. Wer will mich daran hindern? Wo Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, die Gabe, alles zu tun, was ich will. Da braucht kein Mensch daherkommen und meinen, er könnte mir das einschränken. So rede ich dann halt auch, das ist meine Überzeugung. Ich möchte mal den Richter sehen, der da nicht anfängt zu kotzen. Mhm. Bei so einer Einstellung, was will er machen? Will er sich hinstellen und sagen, ach Gott, existiert nicht? Ah, Moment mal, da müssten wir gerade mal die Kirche fragen. Dann hält sich die Kirche nämlich auf die Justiz. Deshalb habe ich nur geschrieben, Reichtumsblutgeld ist statiert durch Kirchen. Hochverdichtetes Recht stützt Irrglauben, kein Licht. Gold bewegt, wer lacht. Nichts glauben heißt den Leuten. Tempelblind benutzte Steine für Sünder. Gott kapieren sie nicht. Ja, auf jeden Fall sage ich mir halt, wenn ich die eine Institution gegen die andere aussteuere und ausnutze, also die einen auf die anderen hetzen. Ja. Die Kirche ist mächtig. Ja, weil du doch letztens das sagtest mit den Kriegen, der Kirche und so. Kriege müssen sein, Reaktion und das. Da hatte ich doch das gefunden. Papst Franziskus hat das weltweite Wirtschaftssystem als unerträglich bezeichnet. Wir schließen eine ganze Generation junger Leute aus, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern der Welt. Damit das System fortbestehen kann, müssen Kriege geführt werden, wie es die großen Imperien immer getan haben, sagte Franziskus in einem Interview der spanischen Zeitung und so weiter. Einen dritten Weltkrieg kann man jedoch nicht führen. Und so greift man eben zu regionalen Kriegen. Das habe ich mir mal rausgemacht, weil das ist ziemlich interessant. Ja, es ist natürlich jetzt auch doppeldeutsch zu verstehen, als wenn er fast schon den Krieg verherrlicht, ne? Mhm. So nach dem Motto, Krieg muss sein, damit die Gesellschaft aufrechterhalten bleiben kann. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Ja, Logo ist es ein Widerspruch. Ja. Ich habe mir das einmal rausgenommen. Aber vielleicht meinte der das auch etwas, wie soll man sagen, sarkastisch oder ironisch. Wenn man es ironisch sieht, gibt es Sinn. Im positiven Sinne, aber ein Papst kann sich eigentlich nicht erlauben, in der Öffentlichkeit ironisch zu sein. Mhm. Nicht in seiner Stellung, das ist nicht üblich. Mhm. Deswegen ist es jetzt ein bisschen zweischneidig. Ja. Das Weltwirtschaftssystem zu verurteilen, ist schon mal in Ordnung. Aber sich hinzustellen, zu sagen, Kriege müssen geführt werden, damit das System aufrechterhalten bleibt, das ist nicht so ganz in Ordnung. Ja, das ist wie gesagt. Das entspringt mehr der Vorstellung der Regierung. Mhm. Und deswegen würde ich das eher als eine Art Sarkasmus bezeichnen, aus meiner Sicht. Aber es ist ja immer wieder das Gleiche. Ich meine, man wird nicht ein Diener Gottes, nur weil man Priester wird oder Papst, sondern du wirst ein Diener Gottes, weil du mit Gott übereinkommst. Du machst Gott zu deinem Freund
oder wie auch immer, oder auch zu deinem Vater oder zu deinem Bruder, aber du machst ihn zu einem deiner Vertrauten und wirst ihm zum Vertrauten. Mhm. Und dieser Prozess, das heißt, du wählst Gott und so wählt Gott dich. Mhm. Und das erklärt, warum dieser Ausspruch, Gott hat mich zum Propheten gemacht, bedeutet nichts anderes, dass Gott mich gewählt hat. Dem ging allerdings voraus, dass ich Gott erwählt hatte. Ja. So in diesem Zusammenhang sehe ich das immer, und deswegen ist der Priester, der sich für das Priester oder der Mensch, der sich für das Priesteramt entscheidet und Theologie studiert, ja, der wählt zwar auch Gott, aber das erscheint mir manchmal so bei manchen Priestern, dass die nicht wirklich wissen oder eine Vorstellung davon haben, was Gott ist. Mhm. Und dementsprechend wählen sie zwar irgendetwas, das sie für Gott halten, aber es könnte sich auch der Teufel dahinter versteckt halten. Ja. Ist es, ja. Und bei manchen Priestern allerdings bin ich auch der Überzeugung, die haben schon eine Ahnung, was Gott ist oder wer Gott ist. Hey, die haben auch Theologie studiert und die sind heute unten auf den Kopf gefallen. Die gucken, wie gesagt, es gibt genug, was sie auch, wie zum Beispiel dieser, wie heißt der, Lesch. Ja. Der eine kümmert sich eben halt um das Universum, um die Sterne, Galaxien, Sonne, Mond, der andere eben um eine Inkarnation, Herrgott. Jeder hat eine andere Aufgabe und die ist zu respektieren, zu akzeptieren. Naja, klar, zumal der Lech oder viele Wissenschaftler, die vernünftig genug sind in ihrer Forschung, auch wenn sie in ihrer Forschung, in der materiellen Forschung sehr weit kommen, aber sie sind immer noch vernünftig genug, den Platz Gottes nicht streitig zu machen. Weil sie einfach erkennen, wir können nicht im Endeffekt klären, ob Gott existiert oder nicht. Das ist für uns Naturwissenschaftler einfach unmöglich. Diese Erkenntnis führt natürlich dazu, dass diese Wissenschaftler sich durchaus diese Option offen halten, es könnte ja doch ein Gott da sein. Ja, und das ist halt ganz okay. Das ist trotzdem eine persönliche Glaubenssache halt dann für die Leute. Also ich bin vom Blech schon durchaus begeistert, weil er sich da in der Hinsicht sehr gut, hat eine recht gute Haltung, aber manchmal, in mancherlei Hinsicht ist er halt auch sehr überheblich. Bei manchen Leuten zum Beispiel, wie wir zum Beispiel bei den Azteken da gab es ja damals diesen 21.12.2012, der Tag des Weltuntergangs, und da hat er eine Weltuntergangssendung gemacht. Ja. Und da waren ja Leute da in, was weiß ich, wie die Ortschaft in dieser Aztekenstadt da. Ich kann mir diesen indianischen Namen nicht merken. Von den Städten da. Und da waren halt viele Leute da und haben halt quasi nicht das Ende der Welt erwartet, sondern sie haben einen Neubeginn erwartet und haben einen spirituellen Download vom Universum erwartet. Ja. Und über so Begriffe hat er halt ein bisschen geschmunzelt und hat das Ganze ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber er hat auch trotzdem gesagt, aber im Grunde genommen, also am Ende der Sendung hat er trotzdem noch gesagt, das einzig Positive, was er jetzt wirklich erkennen konnte, war halt wirklich diese sogenannten Verrückten dort. Die den spirituellen Download, den kosmischen Download erwarten halt, ja, dass jetzt die Zeit des Friedens kommt. Die haben doch wenigstens noch Hoffnung und haben noch wirklich was Positives gebracht. Das hat er dann noch zum Schluss gesagt. Ja. Obwohl er vorher drüber gelästert hat, so ein bisschen in der Sendung. Da habe ich mir auch gesagt, wisst ihr, Lech, du bist gar nicht so doof. Ja. Du erkennst, dass auch wenn etwas von außen her lächerlich zu sein scheint, es doch bei genauerer Betrachtung vielleicht der bessere Weg ist. Ich mache jetzt. Das ist das Interessante. Also ich könnte mit Blech sehr interessante Gespräche führen, glaube ich. Ich auch. Ja, so manche Dinge. Aber wie gesagt, das ist. Ich meine, auch Einstein hat so einen Spruch gesagt, eigentlich war er auch vielleicht ein bisschen aus Trotz heraus, wegen der Quantenmechanik. Er hat gemeint, Zufälle gibt es nicht, weil aus der Quantenmechanik haben sie halt abgeleitet, alles wäre zufällig entstanden. Mhm. Und Einstein hatte dazu gemeint, Gott würfelt nicht. Ja. So. Und mein Gedächtnis hat kein Radiergummi. Ja, und Gott würfelt nicht. Na gut, der Spruch ist zwar richtig, also ich kann ihn auch nur unterstreichen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob Einstein das jetzt wirklich gesagt hat, weil er an Gott glaubt oder weil er die Existenz Gottes als wahrhaftig annimmt, so wie wir das tun. Oder der hat es erkannt, der hat es erkannt. Oder auch wenn ich einfach nur aus Trotz behauptet hat, weil es hieß nämlich, er hätte die Quantenmechanik nicht wirklich verstanden und hat sie deswegen auch angezweifelt. Und
deswegen, aber die Quantenmechanik scheint zu existieren und der ganze, der sogenannte Quantenschaum, ja, der wird auch davon, wird ja im Prinzip diese Richtung benannt. Ja. Das heißt, heutzutage gehen Forscher davon aus, dass aus dieser Quantenmechanik, dass die gar nicht wirklich zufällig sich entwickelt, sondern dass es eine Erklärung gibt, dass es eben halt doch bewusst gesteuert ist. So ist es nämlich. Suchen die Größe in ihrer Kleinstzeit. Ja, was hatten wir früher von Geräten, was gibt's heute? Na ja, gut, ich meine, es geht ja jetzt hier mehr darum, dass aus dem Nichts irgendetwas entsteht. Was ist das Nichts? Man könnte auch sagen, es ist die virtuelle Welt. Die Welt der Vorstellungskraft. Denn dort ist materiell gesehen nichts. Spirituell gesehen ist alles da. Ja, nur materiell nicht. Licht und Schatten, Materie, Antimaterie. Was anderes gibt's nicht. Antimaterie ist in der Wissenschaft was ganz anderes. Naja, Antimaterie ist das gleiche wie Materie, nur andersrum gepolt. Du wirst doch mit deinem Physikalischen. Ja, weil der Begriff kommt aus der Physik. Der Begriff kommt nicht aus der Philosophie, sondern er kommt aus der Naturwissenschaft. Hier geht es darum, der Quantenschaum, die Quantenrealität, ja, wird so erklärt, dass es quasi Möglichkeiten gibt, die aber noch nicht existent sind. Was ist das? Es ist eigentlich, wenn du so willst, geträumt. Fantasie. Anders ausgedrückt. Aber sie drücken es halt nicht mit Fantasie aus der Wissenschaft. Leichter Schimmer der Erinnerung. Ne? Sie drücken es halt nicht als Fantasie aus oder als geistiges Kraft. In der Wissenschaft redet man nicht gerne von Gott oder Fantasie. In der Wissenschaft redet man halt von Wahrscheinlichkeiten, Relationen und sowas, ja. Und hier gibt es halt einfach nur eine Wahrscheinlichkeit. Eine Wahrscheinlichkeit heißt, da ist eine Möglichkeit gegeben, die aber noch nicht realisiert wurde oder sich manifestiert hat. Die Manifestation der Wahrscheinlichkeit wird zu einer sogenannten Realität, wobei diese Realität wahrscheinlich nur die Illusion ist. Aber die Quantenmechanik beschreibt genau das. Das sind Teilchen, die schwingen. Die schwingen frei herum alleine. Sobald zwei Teilchen allerdings gemeinsam schwingen und in Resonanz zueinander geraten, wird diese Wahrscheinlichkeit immer wahrscheinlicher. Und wenn die Wahrscheinlichkeit auf 100% angestiegen ist, ist es da. Hahaha. Und unterliegt dem materiellen Gesetz des Bestehens, des Fortbestehens, bis es aufgelöst wird. Das ist das Interessante nämlich. Und das ist eine physikalische Gedankenwelt. Nur, wie gesagt, ich sehe in diesem Quantenschaum der Quantenmechanik, sehe ich genau das drin, was ich schon vorher gesehen habe, nämlich, dass wir durch unseren Geist die Möglichkeit schaffen und dann auch den Willen haben, quasi tatsächlich durch den Willen wird unser Geist in die Materie hineinkondensiert. Ich drück's mal so aus. Ja. Du weißt, was ich damit meine. Ich weiß, wie du das meinst. Ja. Und dadurch werden wir in die Materie manifestiert. Diese Art der Manifestation ist allerdings für uns schädlich, weil wir uns immer mehr in das Leid hineinbegeben, in diesen Kreislauf von Leben, Toten, Wiedergeburt. Wir existieren plötzlich in einer Welt, in der wir mal existent sind und mal non-existent. Wir werden zusammengebaut und wieder zerrissen, zusammengebaut und zerrissen. Doch die Wahrheit, die Wirklichkeit, also nicht die Wahrheit, sondern die Wirklichkeit dahinter ist, dass wir niemals uns verändern. Außer in der Bewusstheit, ja. Aber nicht körperlich. Wir sind körperlich überhaupt nicht vorhanden. Das ist nur ein Anschein. Und ich denke mal, dass die mit der Quantenmechanik dahinter kommen. Und deswegen behaupten die auch die Wissenschaftler, wer sagt, wer hätte die Quantenmechanik verstanden, der hat sie nicht verstanden. Dieser Effekt, das sage ich ganz, deswegen lächle ich jetzt auch ein bisschen oder lache schon ein bisschen, dieser Effekt entsteht natürlich, wenn man nur rein materiell denkt. Denn wer rein materiell denkt und die Welt materiell sieht, kann die Quantenmechanik nicht wirklich verstehen. Er kann nur anerkennen, dass die wohl existiert. Aber verstehen kann er sie nicht. Und das ist nämlich das Problem. Weil die Leute den spirituellen Kosmos nicht verstehen und nicht erkennen. Würden sie nämlich den spirituellen Kosmos verstehen und würden Gott anerkennen, dann würden sie nämlich die gesamte Mechanik, die da zur Quantenmechanik führt, verstehen. Sie würden es wirklich verstehen, was die Quantenmechanik bedeutet. Denn sie verstehen die Quantenmechanik aus dem Grund nicht, weil sie den Motor der Quantenmechanik nicht erkennen. Sie erkennen nur die Quantenmechanik, aber nicht das, was
was die Quantenmechanik erzeugt oder antreibt. So. Und das, was das alles antreibt, das Ursprüngliche, die Quelle aller Quellen, das ist das, was wir als Gott nennen, oder diese hohe Energie, diese Schöpfungskraft. Ja. Beziehungsweise die Schöpfungskraft ist ja keine Schöpfungskraft in dem Sinne, sondern ursprünglich, was ist denn Schöpfungskraft, wenn sie ruht? Wenn eine Schöpfungskraft ruht, schöpft sie nicht. Also ist sie folglich auch keine Kraft. Also wurde die Schöpfungskraft erst erzeugt. Ja, also musste auch sogar der Schöpfungskraft muss noch etwas vorangegangen sein. Rein von der Logik her. Aber hier kommen wir schon bereits in Bereiche rein, wo die Wissenschaftler einfach alle Viere von sich strecken und sagen, hier, ich mach die Grätsche, ich kann nicht mehr. Das ist mir zu hoch. Das geht ja schon weit über die Quantenmechanik hinaus. Aber jetzt wird klar, dass man die Quantenmechanik durchaus verstehen kann, wenn man spirituell geschult ist. Ja. Gott können wir nicht wirklich verstehen, aber die Quantenmechanik ist eins seiner Werkzeuge. Das könnten wir schon verstehen. Da wir göttlicher Natur sind oder göttlichen Ursprungs sind, können wir alles, was Gott geschaffen hat oder was aus Gott hervorgeht, können wir auch verstehen. Nur Gott selbst können wir nicht verstehen. Uns selbst hingegen können wir verstehen. Also das wahre Selbst, meine ich, das können wir verstehen, obwohl das die göttliche Substanz ist. Die göttliche Substanz können wir also verstehen, aber Gott selbst nicht. Ist schon pervers, ne? Wir sind einfach irgendwo in einem Dilemma. Aber wer hat denn auch von uns verlangt, dass wir Gott verstehen sollen? Ich das ist ja genau das Problem, was die Leute versuchen. Sie versuchen ja alles zu verstehen, um sich das anzumaßen, um selbst Gott zu spielen. Warum verstehe ich ihn? Ich verstehe doch. Ja, nur wie Gott geschaffen ist, versteht keiner von uns wirklich. Ja. Nein. Das ist also eine ganz dicke, feste Behauptung, dass das uns kleinen Seelen nicht möglich ist, also das ganze Große komplett zu verfassen und zu verstehen. Denk, was du magst. Ich hab das gesagt. Wir können zwar erkennen, dass da etwas ist, aber wir können es nicht in Gänze umfassen mit unserem Geist, weil wir nur ein Fragment dessen sind. Uns reicht einfach die Größe nicht aus. Das Gigantische, das alles vom Allen, der Ursprung aller Ursprünge, passt einfach nicht in unseren kleinen Geist rein, der sprengt alle Rahmen. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir einfach nur mit dieser Energie auf einer Frequenz schwingen. Das reicht vollkommen aus. Wenn wir also den Sinn unseres eigenen Daseins verstanden haben, das ist das Höchste eigentlich überhaupt für uns. Denn das ist der Weg heraus aus dem Dilemma. Mhm. Mehr braucht man doch auch gar nicht. Also man sollte auch nicht wirklich zu viel von sich selbst verlangen. Mhm. In der Hinsicht. Also ich erwarte einfach von mir nichts mehr in der Hinsicht, dass ich jetzt Gott noch verstehe. Ich bin froh, dass ich Gott mal kennenlernen durfte. Oder ich könnte jetzt beinahe gesagt, dass ich Gott mal die Hand schütteln durfte. Ist aber nicht so, ist ja keine Hand da, ja. Aber ich konnte wenigstens mal kennenlernen und konnte erkennen, dass auch der Schutzengel, der mich begleitet hat, dieser Gott war. Und dass auch alles, auch meine Visionen von Gott gekommen sind, um mich zu unterrichten. All das. Und ich habe ja selbst danach gefragt, auch nach dem Wissen. Ich habe immer wieder geforscht und dann kamen irgendwann mal bei höheren Fragen, die ich mir nicht beantworten konnte, kamen dann Visionen und haben mir das beantwortet. Ja, das ist hochinteressant. Also ich weiß einfach, ich fühle mich hier plötzlich geborgen. Klar, ich bin, wenn man es mal genau betrachtet, man könnte es ja echt mit der Angst zu tun kriegen, wenn man mal wie so ein Astronom raus ins Weltall guckt und feststellt, was für ein kleiner Planet wir hier eigentlich uns ausgesucht haben, wo wir drauf leben. Ja. Wie der in den großen Weiten des Universums doch total verloren ist. Selbst die gesamte Milchstraße ist einfach verloren in diesen großen, unendlichen Leeren. Da könnte man es wirklich mit der Angst zu tun kriegen. Da verliert man den Boden unter den Füßen. Ja. Aber ich sag mir, das ist doch alles vollkommen egal. Ich bin doch sowieso allgegenwärtig. Im Grunde genommen, wenn ich es will. Ich bin zwar durch die Illusion auf diesem Körper begrenzt, aber ich bin trotzdem allgegenwärtig. Ich kann ja jederzeit raus mit meinem Geist und kann überall hinreisen. Ja? Und das ginge ja nicht, wenn ich nicht allgegenwärtig wäre. Also ist da
Das ist ja das Göttliche, das ist ja das Fantastische. Und sich dessen bewusst zu sein, heißt für mich, ich bin eigentlich nicht wirklich hier auf der Erde zu Hause, sondern überall in diesem Kosmos, wo ich mich gerade befinde, bin ich zu Hause. Da, wo ich bin, ist mein Zuhause. Du, damit fühle ich mich überall geborgen. Bist, das kann mich überall einleben und wohlfühlen, ja. Deshalb habe ich noch im Glas gesungen. Ich bin in der Jahr. Die haben mich immer vor bekloppt gehalten. Ich bin in der Jahr. Ich habe schon Dinger gemacht. Die schöne Sache war das, weil ich eben halt wie den Fernseher hatte. Und dann kam Gott sei Dank. Folge, was hab ich die Leute verschaukelt immer. Das ist normal, ich kenne mich mit der Fernsehtechnik aus. Wir hatten Kabelfernsehen und immer, wie gesagt, da war es noch nicht so weit, hatte ich nichts. Da habe ich einfach hinten einen Draht dran gemacht. Einen schönen langen Draht, Richtung Tiere zu. Retten lassen Waschlappen drauf, damit es ein bisschen erdet. Und ich hatte Bild. Das strahlte nämlich von diesen Kabelfernsehen. Das haben die da draußen von der Tür oben in der Ecke haben sie langgezogen. Ich kann mich also aus, wie man das macht. Ne? Jedenfalls hatte ich ein Bild, das konnten die sich nicht erklären. Die haben gesagt, das gibt's doch nicht. Du hast doch gar kein Internet. Wir wissen, die kommen nicht drüber weg. Und dann guck doch an. Hier, nur ein Stück Draht. Ich empfange das auch so. Also, ob sie heute drüber weg sind, weiß ich, ne? Das ist mir aber egal. Jedenfalls hatte ich's. Dann hatte ich Richtkabel. Da war es eine Weile, Mama hat es bezahlt. Dann habe ich, wie gesagt, MTV, hauptsächlich in Viva. Und ich habe mir wirklich eine Gitarre habe ich nicht gekriegt. Ich habe sie beantragt. In der Söhne hat sie ja dann, aber drin im Knast, ne? Da habe ich noch was beantragt, eine Mundharmonika, und die habe ich gekriegt. Und da stand ich im Zimmer und ich habe geübt, ich habe mitgespielt mit MTV, die ganzen Hits und so. Auf einmal geht die Tür auf draußen, ich war so richtig drauf, richtig laut. Da geht die Tür auf, da steht der Stoney, so habe ich ihn kennengelernt. Junger, so, ach, lass mal 22, 23 gewesen sind, so großer wie ein Bär. Da stand so da breitbeinig. Und hat die Arme in die Hüften gestützt und guckt mich an. Ganz großes Maul offen. Und ruft rein. Ey, Jesus! Daher hatte ich dann den Namen. Was geht hier ab? Und der hat sich drüber lustig gemacht, gefreut. Mach weiter. Und der, wie gesagt, da war erst im Knast. Und dann tat mir das so ein bisschen leid, dass er, wie gesagt, Rivo musste dann in der Soda, gell? Die müssen auch ihren Dienst zur Trima machen. In der Zwischenzeit war ich in Trima, muss wieder gelaufen, aber der Trima war sie in Zivil. Ich habe schon jede Sache hinter mir. Ich habe andere mit versorgt mit Kabelfernsehen. Ich habe Kabelrunner, wo ich das Kabel hatte. Habe ich angeschlossen, habe das Kabel zum Fenster rausgehangen, alles, was nachts war. Und der hat unten an seinem Fernseher angeklemmt. Und früh musste es aber da hochgezogen werden, bevor das Licht kommt draußen. Aber ich habe Sachen drauf. Volker. Schön. Ich möchte zwar jetzt auch nicht mehr unbedingt, möchte zwar nicht unbedingt gerne abbrechen, aber inzwischen meldet sich mein Teufel halt doch schon wieder etwas deutlicher. Ich habe Hunger. Ja, weißt du nicht. Ja, ich will mir jetzt mal was essen machen, bevor ich dann wieder abbaue. Was ist? Ich merke nämlich auch, wenn ich nichts zu essen mir nachgeben habe, so Hunger, vor allem wenn ich Migräne hatte, muss ich höllisch aufpassen, muss ich sofort, wenn ich Hunger habe, was essen. Hm. Also muss nicht, aber wenn ich es nicht mache, dann wird es mir schlecht und ich entkräfte und ich kann einen Zitterheimer kriegen. Ja, und ich einfach Mangelerscheinungen plötzlich habe, ja. Ja. Das ist ganz komisch, was da durch meinen Körper geht. Also das ist ein, der Teufel in mir bäumt sich halt immer mal wieder auf, ja. Und ich muss, in dem Moment sag ich immer zu mir, jetzt muss ich mich doch mal um ihn kümmern. Ja. Jo, mach oder das bitte, immer. Ich werde mich jetzt einfach mal um ihn kümmern. Ganz genau. Ja. Ich habe bis jetzt die Kamera mitlaufen lassen. Also seit höchstens nach einer halben Stunde. Ich dachte, na, willst du mal mitlaufen lassen? Vielleicht reicht es heute. Aber was nicht ist, ist nicht Folger. Ich kann noch nicht zu dir. Ne? Es kommt vielleicht einmal, eineinhalb Jahre, brauchst noch ein bisschen Geduld. Jo. Ja. Aber es kommt bestimmt irgendwas.
Ach, das ist alles kein Problem. Was denkst du gerade bei Silvers? Kann so viel mal passieren, was den Gott von Schlüssel gibt. Das weiß man alles nicht. Und ich hab doch Zeit. Also, machen wir Nano Nano. Ja. Gut. Ich hab jetzt erstmal wieder einiges ausgetauscht. Ich dreh dich heute mal mit Füßen aus. Linke große Zehe. Also, mein Guter. Nano Nano. Nano Nano, schönen Tag noch. Ja. Schönen Tag noch, hat er gesagt. Ich müsste doch da mal zurückrufen. Den kann ich mir so selber. Komm her, mein Freund. Wenn du denkst, wer ist denn jetzt schon wieder dran? Das hat schon gestört, da wollten die Küche. Komm, lauf hin, das kann was Wichtiges sein. Komm, lauf. Ach, jetzt gehe ich nicht ran. Egal, wer es klingelt, jetzt mache ich mein Essen. Wenn jemand was will, dann wird er schon wieder anrufen. Jo, ich warte ab, bis es ausgeklingelt hat, Volker. Ich warte ab. Ich hab Zeit. Wolle hat Zeit. Der Keyboard gespielt heute. Super. Geht vorwärts. Volker, ich habe deine Gedanken gerade am Ende des Bandes gesprochen. Leck mich am Arsch. Ich will jetzt was zu essen haben. Ich hab gerade Zeit. Dann nimm dir so. Wolle ist dran. Los, auf. Los, spring Rieb und Stübe. Ja, der stirbt jetzt schon wieder. Wolle. Ich lass auspimmeln, die Uhrzeit. Ich werde dich auch mal ein bisschen ärgern. Ich muss ja nicht, aber... Ich werde dich jetzt mal ein bisschen ärgern. Ja, was ist denn nun schon wieder? Der Wolle ist es. Komm mal schnell ran. Der Wolle, da ist er. Ja, bitte. Nee, immer noch nicht. Jetzt dachte ich wirklich, da hat er mal Klick gemacht. Ho, 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 ho. Kaffee? Oh, naja. Ist ja auch noch Lucky drin. Der wird sagen, ja egal, ich lasse das auslenken. Irgendwann wird er schon mal aufhalten. Derjenige, der dran ist, er weiß nicht, dass ich es bin. Ich, der Schlangenerklärer, da ist sie. Hey, mein Mal. Da so, in der Mitte steht Metallica. So. Wer möchte es kaufen? Ich verkaufe es. Wer möchte es kaufen? Ich verkaufe es. Volker, komm. Hau das Brötchen hin in der Rache und geh mal ran zur Sache. Hus auf. Ach, hier, genau. Alles Mundwörter. Zeitlich. Und peilt. Verstand mit Herder, Materisches er verteilt. Verzichtet auf eine Zeit. Vorzeiger im Hirne zählen helfen heute Sterne meistens ferner. Was? Was hab ich da geschrieben? Da haut doch was nicht hin. Verzichtet auf Zeit. Vorzeiger im Hirne zahlen helfen heute. Ne. Nicht hergestellt werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Na, einfach Bäbchen, Donner, Knispel. Komm her. Du kriegst die rechte Zehe.
Danke dir, Tante. Bis später. Und dann ganz leise. Nano. Nano.